Ja, hallo und herzlich willkommen zur San Andreas Flugschule und zur letzten Mission in diesem Aufgabenpool, zur letzten Flugstunde. Heute werden wir der Leitmaschine folgen. Das ist ähnlich wie der Formationsflug, nur dass wir eben halt statt mit drei Teamkameraden nur mit einem unterwegs sind. Und wie wir hier schon sehen, geht es da um einen Hindernisparcours. Hindernisparcours im entferntesten Sinne. Man muss bestimmte Manöver fliegen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Hier erstmal die Bedingungen für die Ziele. Überhaupt ins Ziel zu kommen und nicht unterwegs drauf zu gehen und dem Ausbilder bis dahin zu folgen, gibt dann Bronze. Und für Silber muss man eine Zeit von 2 Minuten 40 haben und für Gold 2 Minuten 25. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, wie geht das? Wie kann man da Zeiten erreichen, wenn man einem Flugzeug folgen muss? Weil der benötigt ja eine bestimmte Zeit, um ins Ziel zu kommen. Und dazu komme ich jetzt. Das ist eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Also wie gesagt, bitte nicht auf den Weltrekord hier achten. Das sind Zeiten, die sind schon echt gut. Und zwar gibt es verschiedene Checkpoints, die man abfliegen muss. Erstmal die normalen Ringe, die orangefarbenen. Die bedeuten gar nichts. Es wird nebenbei ein Timer ablaufen und diese Punkte helfen auch nicht dabei, die Zeit zu reduzieren. Was ich damit genau meine, werde ich gleich sagen. Dann gibt es grüne Ringe und blaue Ringe. Die blauen Ringe bedeuten, wenn einem dieses Symbol angezeigt wird, dass man diesen Checkpoint in zum Beispiel Rückenfluglage durchqueren muss. Gelbe Ringe muss man, kann man einfach durchqueren, wie man möchte. Und grüne Ringe bedeuten, dass man im Messerflug diesen Ring durchquert. Und diese farbigen Ringe, diese blauen und grünen, die geben Sekunden. Immer 2 Sekunden, wenn man sie richtig durchquert. Also sagen wir mal, der Timer läuft ganz normal und man ist jetzt einfach so, sagen wir mal, bei einer Minute zu diesem Zeitpunkt, wo man das Manöver fliegt, dann werden einem 2 Sekunden gut geschrieben. Also ungefähr kann man sich das vorstellen, so 2,5 Minuten braucht der Ausbilder für den Kurs. Und wenn ich soweit alles richtig mache, dann kann ich auf jeden Fall meine Zeit so verbessern, dass ich unter diesen 2,5 Minuten bleibe. Wie das genau funktioniert, werdet ihr jetzt in der Mission sehen. Jedenfalls, wenn man diese Manöver nicht macht, dann bekommt man auch keine Sekunden gut geschrieben. Und dann wird man wahrscheinlich eben diese Zeit hier überschreiten, ne? Also 2 Minuten 40, 2 Minuten 50 könnte sein, dass der Ausbilder so diese Zeit braucht oder 3 Minuten. Für diesen Kurs, also der ist schon ziemlich lang und da gilt es dann auch Nerven zu behalten, aber wer die Übung hat und Flaggen aufgesammelt hat oder den bodennahen Flug geschafft hat oder gut schießen kann, wer das alles hier gemacht hat und schon auf Gold hat, der wird auch das hier schaffen, denn das ist kein Problem. Aber für absolute Neulinge ist das hier wahrscheinlich eine Katastrophe. Werdet ihr auch gleich sehen, wie die Sache abläuft. So, dann will ich nicht länger quatschen. Los geht's, Leitmaschine folgen, letzte Mission, letztes Video dieser Reihe. Die werden übrigens alle in einer Playlist abgespeichert und diese Playlist, die verlinke ich dann zu jedem Video, sodass man, also die wird unter jedem Video dann in den Informationen verfügbar sein und ja, dann kann man sich einfach die Mission aus der Playlist aussuchen, die einen besonders interessiert oder vielleicht auch alle gucken. So hat man alles schön im Überblick. Okay, los geht's, Leitmaschine folgen. Ist er vor uns und auch wieder voll Dampf. Hier geht's gleich los mit dem Timer. Okay. Hier ist schon das erste Heftige und zwar ein Rückenflug. Hier muss man im Rückenflug durch. Und da sieht man jetzt -2. Diese normalen gelben Punkte, die bringen gar nichts. Wirklich nur die, die blauen und die grünen. So, hier wieder 2 abgezogen, 2 Sekunden.
Das ist auch total krebsartig hier. 2 Sekunden. Und so kann man eben halt unter diesen 2,25 bleiben, indem man sich diese ganzen Gutschriften holt aus diesen speziellen Checkpoints. Wieder zwei gut geschrieben. Muss ich noch aufpassen, dass ich nicht irgendwann den Ausbilder überhole. So, der ist natürlich ein bisschen gemein. Hier der unter der Brücke durch ist auch gleich ein bisschen gemein. So. Und das ist tatsächlich ein Messerflug in die Richtung. Okay, wieder zwei gut geschrieben. Also immer schön dranbleiben am Ausbilder und immer die Checkpoints mitnehmen. Die gelben, wie gesagt, die geben keine Zeitgutschrift. Nur die grünen und die blauen. Ja, also das bringt jetzt auch nichts, wenn man da im Messerflug, das ist völlig egal, wie man die gelben durchquert, ne? Und die Brücken, jetzt unterfliegen, die bringen auch keinerlei XP. So, das war eigentlich schon der Kurs und wie man sieht, es ist wieder Gold geworden, 2 Minuten 8. Ist zwar nicht die Bestleistung, es kommt ja auch immer darauf an, wie man die gelben Punkte durchfliegt, wie lange man von einem Punkt zum anderen braucht und manchmal sind da halt kleine Differenzen drin. Deswegen ist es natürlich nie exakt auf die Sekunde dieselbe Zeit. Aber wie man sieht, die stimmen schon ziemlich gut überein und das hier ist natürlich forget it, ne? Will ich gar nichts mehr zu sagen. Das ist einfach, ehrlich gesagt, das ist erbärmlich. Wenn man schon so ein Spiel zockt, dann ist das wirklich erbärmlich. Das beeindruckt mich jetzt nicht. Das macht mich ehrlich gesagt traurig, wenn ich sowas sehe. Das heißt für mich, derjenige, der kann nichts. Und der hat es auch gar nicht probiert. Der hat ein Mod-Menü, was richtig gut ist, was das kann. Ne? Also, der kann schnell Tasten drücken. Okay, das war doch schon. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende der San Andreas Flugschule. Das waren jetzt 10 Lektionen, 10 Videos. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen durch die Schule durchbringen, bis zur Abschlussprüfung. Ich denke mal, ihr werdet euren Goldabschluss machen, komplett, alles mitnehmen und dann könnt ihr wirklich sagen, Profi. Also das ist wirklich nichts für Anfänger, um sofort Profi zu werden, wer das erste Mal die Flugschule betritt. Diese Flugschule muss man wirklich mit Erfahrung betreten, das ist dann besser. Dann wird man auch bei vielen Sachen sagen, so schwer fand ich das ja gar nicht. Naja, ist dann so, wenn man Erfahrung gesammelt hat, ne? Ansonsten, ohne Erfahrung tut man sich da ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann ich ja mit meinen Videos helfen. Vielleicht werde ich die Story-Mode-Flugschule auch mal in einer separaten Videoreihe abhandeln. Dann allerdings nur mit einem Charakter. Entweder mit Michael Franklin oder Trevor, glaube ich, kann. Der muss die Flugschule nicht machen. Der hat einen hohen Skill, weil der ja wohl. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wer die Story nicht kennt, aber der ist ja wohl ausgebildeter Kampfpilot. Und mit dem muss man, glaube ich, man kann, aber muss die Flugschule nicht absolvieren. Mit allen anderen Charakteren muss man es, glaube ich, machen. Mit Franklin und Michael. Aber wahlweise kann ich natürlich auch Trevor nehmen. Und mit einem dieser Charaktere werde ich dann bestimmt auch mal die Story-Mode-Flugschule behandeln. Wen das denn interessiert, die Missionen unterscheiden sich ein bisschen, die sind etwas anders. Der kann ja dann mal Blick in die neue Videoreihe werfen, wenn sie dann erscheint. Aber wichtig ist, denke ich, erstmal die Online-Flugschule. Ja, dann kamen Anfragen bei mir rein, ob ich nicht mal die Missionen aus GTA Story Mode spielen könnte und mal vorstelle. Ja, vielleicht wird es dann tatsächlich eine riesen Videoreihe zum Story Mode geben. Und ja, dann auch zu Fremden und Freaks, zu den ganzen verschiedenen Missionen. Also
nahezu dann so ein 100% Tutorial, wie man zumindest die ganzen Missionen schafft. Also Pakete einsammeln und so. Und Raumschiffteile gehört ja nicht dazu. Vielleicht mache ich auch mal eine Videoreihe mit den Monster Stunts. Tatsächlich kenne ich die alle. Und auch ohne irgendwelche Anleitungen aus dem Internet. Vielleicht machen wir dahingehend mal irgendwas. Und es sind ja auch noch zahlreiche Kontaktmissionen aus dem GTA Online-Mode offen, die ich noch nicht vorgestellt habe. Mal gucken, vielleicht orientiere ich mich dahingehend erstmal. Und ja, ich hoffe, diese Videoreihe hat allen gefallen, hat geholfen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin, habt Spaß und tschö.